Der Bundesrat. Der Bundesrat ist eines der fünf Verfassungsorgane in der Bundesrepublik Deutschland und bildet mit dem Bundestag die Legislative. Er basiert auf dem Föderalismus. Aber was ist der Föderalismus überhaupt? Die Grundprinzipien sind die Subsidiarität und die Solidarität. Das Ziel der Subsidiarität ist sozusagen Maß und Mitte der politischen Auswirkungen zu finden. Das funktioniert durch die Aufteilung der Macht auf die 16 Bundesländer. Dadurch verwalten sie sich selbst. Außerdem unterscheiden sich ihre Gesetze in vielen Punkten voneinander. Ein bekanntes Beispiel ist hierbei das Schulsystem, welches in fast jedem Land anders gesetzlich geregelt ist. Die Ziele der Solidarität sind Abwägung, der Ausgleich zwischen den Bundesländern und die Kompromissfindung. So ist der Länderfinanzausgleich, der reiche Länder jährlich dazu veranlasst, Geld an ärmere Länder abzugeben, eine Art der Umsetzung der Solidarität. Damit im Bundesrat kleine Länder nicht von den Großen überstimmt werden können, funktioniert auch die Sitzverteilung der 69 Plätze je nach föderalistischen Prinzipien. Aber wie setzt sich der Bundesrat zusammen? Wie sich der Bundesrat zusammensetzt, ist in Artikel 51 im Grundgesetzbuch geregelt. Wie bereits erwähnt, besteht er aus 69 Mitgliedern, die sich wie folgt zusammensetzen. Jedes Bundesland hat mindestens 3 Stimmen, sowie kleinere Bundesländer wie Bremen. Ab 2 Millionen Einwohnern hat ein Bundesland 4 Stimmen, ab 6 Millionen 5 Stimmen. Und ab 7 Millionen Einwohnern 6 Stimmen, so wie beispielsweise Bayern. Wer genau eigentlich vertritt diese Stimmen? Die 3 Stimmen werden im Falle Bremen von der Länderregierung vertreten. Aber Bremen hat doch eine Koalition aus den Grünen und der SPD. Also werden Dr. Carsten Sieling und Ulrike Hiller von der SPD und Caroline Linnert von den Grünen entsandt. Denn die SPD hatte bei der Wahl einen größeren prozentualen Anteil. Info: Die Parteien spielen im Bundesrat aber keine Rolle, denn es wird alleinig das Land Bremen vertreten. Das heißt das, was im Parlament besprochen wurde. Der Bundesrat wird im Übrigen von dem Bundespräsidenten geleitet. Außerdem bezeichnet man ihn als ewiges Organ, da er sich nicht durch Direktwahlen zusammensetzt, sondern nach Landtagswahlen lediglich teilerneuert wird. Welche Aufgaben übernimmt der Bundesrat? Der Bundesrat hat 3 Aufgaben. Die größte und zugleich auch wichtigste Aufgabe ist die Beteiligung an der Gesetzgebung. Man unterscheidet in 2 Arten von Gesetzen: Zustimmungs- und Einspruchgesetz. Im Falle eines Zustimmungsgesetzes muss der Bundesrat einwilligen, ansonsten kommt das Gesetz nicht zustande. Anders ist das im Falle eines Einspruchsgesetzes. Hier kann der Bundesrat Einspruch einlegen, indem er den Vermittlungsausschuss anruft. Dieser besteht aus 16 Mitgliedern des Bundesrates und 16 Abgeordneten des Bundestages. Dieser verändert den Gesetzentwurf entsprechend. Ist der Bundestag damit nicht zufrieden, kann der Bundesrat überstimmt werden. Das Gesetz kommt dann zustande. Außerdem wählt der Bundesrat zu 50% die Richter am Bundesverfassungsgericht auf 12 Jahre. Zu guter Letzt kümmert sich der Bundesrat auch um die Gesetzesvorschläge der Europäischen Union, wenn sie die einzelnen Länder betreffen. Diese Aufgaben sind in Artikel 50 im Grundgesetz festgehalten. Gibt es negative Aspekte? Ja, trotz all der Vorteile ist der Bundesrat das umstrittenste aller 5 Bundesverfassungsorgane. Denn was ist das Allgemeinwohl und auf welcher Ebene überwiegen die Eigeninteressen der Vertreter? Hierbei tritt auch die Konfliktlinie des Finanzausgleichs der Länder auf. Generell baut die Verteilung der Stimmen auf einem umstrittenen Kompromiss auf. Zudem verzögert der Einspruch des Bundesrates die Gesetzverfahren um einiges an Zeit. Nach wie vor überwiegt dabei die Machthemmung der Bundesregierung. Der Bundesrat bildet ein entscheidendes Gegengewicht zum Bundestag und beweist sich als wirksame Kontrolle, denn mit ihm wird die Beteiligung aller 16 Bundesländer garantiert.